Diese Idylle wünschen sich die Griechen zurück. Die letzten Wochen und Monate waren geprägt von blutigen Krawallen und Demonstrationen gegen die harten Sparauflagen. Doch ohne Sparmaßnahmen gibt es keine Rettungsgelder. Der griechische Wirtschaftsminister appelliert an die Geldgeber, sein Land nicht hängen zu lassen. Wenn kein Geld mehr fließt und Banken geschlossen werden müssen, dann steht in unserem Land das Leben still. Schon jetzt leidet Griechenland unter hoher Arbeitslosigkeit und wachsender Armut. Ich sehe jeden Tag, wie gesunde Firmen pleite gehen. Ich sehe Exportunternehmen, die nicht mehr liefern können, weil sie nicht mehr flüssig sind und ihnen einfach das Geld fehlt. Seit Monaten gibt es ein Gezerre zwischen Griechenland und den Geldgebern. Der griechische Minister glaubt, dass es sich lohnt, sein Land vor der Pleite zu bewahren. Die angestoßenen Reformen können für alle eine Win-Win-Situation werden. Griechenland würde sich positiv verändern und wieder ein attraktives Land für Investitionen werden. Und das bringt der Eurozone die Stabilität zurück. Er selbst hofft, dass Griechenland schon in 5 Jahren die Trendwende schafft. Eine Hoffnung, die sicherlich auch alle anderen Griechen teilen, die aber erstmal der Realität standhalten muss.